Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute werde ich das vierte Türchen öffnen im literarischen Adventskalender, direkt unter den Augen einiger Superhelden. Und es ist 13.30 Uhr und ich hoffe, ihr habt Zeit, ein wenig mit einem Heißgetränk dieser Geschichte zu lauschen. Ich komme gerade vom CVM zurück, wo ich heute viermal die Weihnachtsgeschichte erzählt habe. Und bei den Advent-Events, die wir seit über 10 Jahren jedes Jahr machen für 5. und 6. Klassen, die Weihnachtsgeschichte so zu erzählen, dass jeder sie zu Hause erzählen kann, egal welcher Religion er ist, ohne dafür Ärger zu bekommen. Und bevor ich dann nachher nach Königstein-Schneidhain fahren werde, um meinen Konfirmandenunterricht zu halten, möchte ich euch gerne die heutige Weihnachtsgeschichte vorlesen aus dem Buch, aus dem wunderschönen Buch Weihnachtswundernacht Band 6, der Band vom letzten Jahr. 12 illustre Geschichten, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und unter den illustren Autoren, die hier versammelt sind, zu den illustren 12, also sozusagen, man denke an die 12 Jünger, die 12 Geschworenen, die 12 was weiß ich, gehört auch Gofi Müller. Gofi habe ich schon kennengelernt, als ich noch bei der Jugendzeitschrift dran geschrieben habe. Und wenn wir beide dann auf einer Redaktionssitzung waren, dann gab es immer Fotos, wo dann drunter stand Mickey und Gofi auf der Redaktionssitzung. Das war immer sehr lustig, lieber Gofi, und ich freue mich drauf, heute deine Geschichte vorzulesen aus Weihnachtswundernacht. Leider kann ich keine Posaune dazu spielen, die müsste Gofi dann vielleicht in einem Kommentar unter diesem Video selber spielen. Seine Geschichte heißt Timmy und Jimmy feiern Weihnachten. Und bevor es losgeht, noch einen Schluck Kaffee. Dieses Weihnachtsfest sollte das erste sein, das wir als junge Familie alleine feierten. Bisher war es üblich gewesen, dass wir uns unseren Eltern und Geschwistern anschlossen. Aber jetzt, wo wir Kinder hatten, wollten wir ein eigenes Fest mit eigenem Baum und unserem eigenen Wohnzimmer feiern. Zugegeben, es fühlte sich merkwürdig an, fast so, als würden wir ein zweites Mal von zu Hause ausziehen. Wir wollten es dennoch. Es war ein Zeichen unserer Reife, so dachten wir. Es dokumentierte, dass wir nun wirklich erwachsen geworden waren. Timmy war etwas über 2 Jahre alt und Jimmy war gerade geboren worden. Der einzige der beiden kleinen Autisten, der also für ein Weihnachtsgeschenk in Frage kam, so fanden wir, war Timmy. Er liebte Autos. Er liebte Autos über alles. Auch wenn er natürlich nicht im herkömmlichen Sinne mit ihnen spielte, sondern sie lediglich betastete und vor allem mit dem Daumen an ihren Hinterrädern drehte. Wir hielten es deshalb für eine gute Idee, ihm ein schönes, großes Geschenk zu machen, das irgendetwas mit Autos zu tun hatte. Schließlich war es unser erstes echtes Familienweihnachtsfest und natürlich sollte es etwas Besonderes sein. Wir entschieden uns für eine mehrstöckige Spielzeug-Autogarage, in der Timmy seine Autos herein- und herausfahren lassen oder sie mit einem Fahrstuhl auf die oberste Ebene transportieren konnte. Sorgsam achteten wir darauf, dass der ältere der Brüder nichts von dem Kauf mitbekam und wickelten den großen Karton stolz in schönes Geschenkpapier ein. Unsere Vorfreude auf Timmys glückliches Gesicht wuchs, je näher der heilige Abend rückte. Endlich war es soweit. Wir hatten einen lärmigen Gottesdienst mit vielen Kindern über uns ergehen lassen, aus dem Timmy fortwährend flüchten wollte, weil ihm die Lautstärke der Kinderstimmen und die Musik auf die Nerven gingen und weil er sich durch die Gerüche der Menschen belästigt fühlte, und weil wir ihm die Bedeutung der weihnachtlichen Tradition nicht begreiflich machen konnten. Um ehrlich zu sein, begannen wir unter diesen Umständen selbst am Sinn der Tradition zu zweifeln. Schließlich betraten wir erschöpft
wieder unsere Wohnung und gingen sofort zum wichtigsten Teil des Abends über, der Bescherung. Timmy hatte schon herausgefunden, dass das größte Geschenk des Abends für ihn bestimmt war und konnte es kaum erwarten, das Papier endlich aufzureißen. Wir mussten ihm dabei helfen, denn seine Hände waren noch zu kraftlos und ungeschickt, um es mit dem Klebefilm und dem starken Papier aufnehmen zu können. Dann lag der große Karton endlich vor ihm und Timmy beäugte ihn argwöhnisch. Ein großes Bild zeigte die Garage in voller Aktion. Autos schienen darauf herein und hinaus zu rasen, und zwar so schnell, dass sie nur ganz verschwommen zu sehen waren. Unser Sohn blickte uns mit großen Augen an. »Na«, sagten wir, »wie findest du das? Freust du dich?« »Schokolade«, sagte Timmy. »Nein, Timmy, das ist eine Garage für deine Autos. Da kannst du jetzt immer schön deine Autos drinne parken lassen. Das ist ganz toll«, fügten wir energisch hinzu, weil uns langsam dämmerte, dass Timmy sich überhaupt nicht freute. Stattdessen kramte er im bunten Papier herum, das jetzt verstreut auf dem Boden lag, um nach weiteren Geschenken zu suchen. Doch so leicht würden wir uns nicht geschlagen geben. Timmy, so meinten wir, hatte einfach nur noch nicht begriffen, was für ein grandioses Geschenk er da von uns erhalten hatte. Wir mussten es ihm nur verständlich machen, und dann würde er sich freuen, genauso wie wir es vorausgesehen hatten. Resolut schnappte sich meine Frau die Pappschachtel und öffnete sie. »Komm«, sagte sie, »wir bauen die Garage mal auf.« »Guck mal, Autos«, assistierte ich hilflos und deutete auf das Bild der Verpackung, weil unser Sohn doch Autos so liebte und ich inständig hoffte, dass dieser Hinweis seine Laune retten würde. Aber in der Schachtel befanden sich ja gar keine Autos. Nur eine unendliche Vielzahl an quietschbunten Plastikteilchen, die erst zusammengesetzt eine Parkgarage ergeben sollten. Mit zitternden Händen machte sich meine Frau daran, die Elemente zusammenzusetzen, während ich hilflos Ermutigungen und Beschwichtigungen stammelte. Und zwar mittlerweile klar geworden, dass hier eine ganz große Pleite drohte. Als meine Frau schließlich die Parkgarage zusammengebaut hatte und in einem letzten verzweifelten Versuch, den Abend zu retten, mit gespieltem Triumph Timmys Geschenk vor ihn auf den Boden stellte, stieß der kleine Autist einen Schrei aus, packte das kantige Ding und schleuderte es ihr an den Kopf. Das war zu viel. Sie brach in Tränen aus und es war klar, dass unser Kampf um ein fröhliches Weihnachtsfest für dieses Mal verloren war. »Scheiß doch auf den Scheißheiligabend«, zischte sie. »Ich will spazieren gehen.« »Aber«, protestierte ich, weil ich meine Hoffnung auf ein traditionelles, beschauliches Fest noch nicht ganz begraben hatte. »Wir feiern doch gerade unser erstes eigenes Weihnachten. Du kannst doch jetzt nicht spazieren gehen.« »Mir ist die Lust auf Feiern vergangen«, schniefte sie. »Lass uns rausgehen und bei den Leuten in die Fenster gucken.« Ich sah es ein. Es war zwecklos. Dieser Abend war nur noch dadurch zu retten, dass wir so taten, als wäre es der ganz normale Abend eines stinknormalen Wochentages. Wir packten beide Jungs warm ein, setzten sie in den großen Doppelkinderwagen, den wir »Das Schiff« getauft hatten, und durchstreiften schweigend und deprimiert die Stadt. Draußen war es dunkel, kalt und sehr still. Aus den Fenstern der Häuser leuchteten vereinzelt matte Lichter, Kerzen, Lichterketten und anderer üblicher Weihnachtsschmuck. Die frische Luft und die Bewegung taten gut. »Wer sagt denn überhaupt«, dachte ich, »dass diese Leute, die da hinter ihren Gardinen und vor ihren Bäumen hocken, wirklich glücklicher sind als wir?« Meine Frau wandte sich an mich und hatte jetzt wieder ein leichtes Lächeln auf den Lippen. »Weißt du, worauf ich Lust habe?«, fragte sie. »Nee, worauf?« »Döner. Leck mich am Arsch«, sagte ich fröhlich. »Warum eigentlich nicht?« Wir lenkten das Schiff Richtung Wilhelm-Kaisen-Platz, dorthin, wo unsere Lieblingsimbiss war, und bestellten uns jeder einen schönen, großen Döner. Im Laden war es uns zu warm, außerdem hatte das Schiff darin keinen Platz,
und es war zu umständlich, beide Kinder aus dem Wagen zu hieven. Also stellten wir uns draußen an die Straße, direkt neben einen Stromkasten und betrachteten das heiligabendliche Treiben unseres kleinen Städtchens. Just in diesem Augenblick läuteten die Glocken der nahen Kirche, die Christmette war gerade zu Ende gegangen. Und so kam es, dass, während wir in unsere Döner bissen, gut gekleidete Damen und Herren wie in einer Prozession an uns vorbeizogen auf dem Weg zu ihrem Festessen und uns argwöhnisch musterten. Ich komme mir vor wie die heilige Familie, grinste ich mit vollem Mund. Sowas Ähnliches habe ich auch gerade gedacht, grinste sie zurück. Und dann mussten wir beide lachen. Unser erster eigener heiliger Abend war nicht gerade vorschriftsmäßig verlaufen, aber dafür war er unvergesslich. Achso, das war's schon. Er war einfach unvergesslich. Und er wird Ihnen ewig in guter Erinnerung bleiben. Dies ist eine Geschichte, die zur gleichen Zeit wie letztes Jahr, 2017, auch in Gofi Müllers eigenem Geschichtensammelband Die Ausreißer erschienen ist, den er in einem Eigenverlag herausgebracht hat, also Books on Demand. Wenn ihr den gerne haben wollt, dann müsst ihr ihn einfach anschreiben, Gofi Müller, und dann könnt ihr sie bei ihm bestellen. Hammer, Gofi, was für eine tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Ja, dein erstes eigenes Weihnachten, ja. Und es ist doch erstaunlich, wie immer wieder Weihnachten uns überraschen kann und ungewöhnlich sein kann und damit genau den Kern dessen trifft, wie es damals gewesen ist. In der ersten Weihnacht. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich darauf, morgen zu irgendeiner Zeit, ich weiß noch nicht genau wann, euch wieder eine Geschichte zu lesen aus diesem fantastischen Buchprojekt Weihnachtswundernacht Band 6. Die Reihe erschien im Brendo Verlag. Vielen Dank, dass ihr das seit 7 Jahren mit uns durchzieht. Bis morgen. Tschüss.